Überlebenskünstler, Champion. Tja, dann willkommen im Casa de Timothy. Ah, genau, diese Handsache. Jack hat sie die Glückshand genannt. Alle Doppelgänger haben eine, hatten eine. Jetzt nur noch ich. Die anderen sind tot. Ich habe sie nicht getötet. Die meisten jedenfalls nicht. Nur ein paar. Notwehr. Ja, wenn jemand fragt, war es Notwehr. Wie auch immer. Damit habe ich VIP-Zugang im ganzen Casino. Das ist echt ziemlich praktisch. Also, bevor ich mich weiter gefährde, indem ich mit dir rede, für wen arbeitest du? Dahl? Vladov? Tedior? Gibt es die überhaupt noch? Ah, für keinen von den Idioten. Moxie schickt mich. Warte, Moxie? Mad Moxie? Sie ist aber nicht hier, oder? Schon okay, wenn sie es wäre. Ich habe keine Angst vor ihr. Ich sollte aber wahrscheinlich mit ihr reden, oder? Ja, reden klingt gut. Rufen wir sie an. Schalte dieses Holostruktor-Ding ein. Wie liegt mein Haar? Stinkt das wie im Arschloch eines Flusskrebses. Ach, scheiße auf. Gehen wir nach nebenan, Leute. Hey, Leute, kommt in Sandys Casino. Wir haben Spiele und angenehme Gerüche. Und der Alkohol kommt aus den Lampen. Im Ernst, hier läuft alles nach Vorschrift. Was zur Hölle geht hier vor sich? Oh, was ist das für ein abartiger Gestank? Sag nichts. Meine Schwester Sandy hat dich dazu angestiftet, nicht wahr? Dieses Miststück! Nicht wirklich. Unsere Eltern waren ein glückliches Paar. Okay, genug über unsere malerische Kindheit. Hilf mir, mich an meiner tyrannischen Schwester zu rächen und ich verdopple deine Belohnung. Ja, Schwestern. Ich verstehe schon. Verlass dich auf mich. Wunderbar. Das ist der Plan. Wir bringen ihre Spielautomaten dazu, nur Gewinne auszuspucken, bis sie total pleite ist. Finde einen modifizierten Algorithmus für Spielautomaten, den wir in ihren Hauptcomputer speisen können. Fatal ist mein zweiter Vorname. Sehen Fatal Flint. Krösus, wonach steht dir heute der Sinn? Lia hat mich geschickt, Jungchen. Ich suche einen extrem lohnenswerten Algorithmus für Spielautomaten. Hast du den? Ah, ja, Lia. Sag ihr, dass wir jetzt quitt sind. Keine Gefallen mehr. Hör zu, dieses Ding kann nur einmal verwendet werden und die Wirkung verfällt nach kurzer Zeit. Nichts ist perfekt. Wenn jemand fragt, den hast du nicht von mir. Ja! Jetzt installiere diesen Algorithmus auf Sandys Hauptcomputer und sieh zu, wie der Rubel rollt. Das wird grandios. Also für alle außer Sandy, versteht sich. Die wird schön blöd aus der Wäsche gucken. Die blöde Kuh verliert immer ihre Schlüssel, also sollte die Tür zur Konsole des Hauptcomputers offen sein. Blöde Kuh. Los, auf ein Spiel. Yo. Mist! Es ist passwortgeschützt. Versuch mal, Lea ist doof. Jizzy! Doof 69. Muss weiterspielen. Blöde Kuh. Heiliger Bimbam! Jackpot! Ich bin rein! Was geht hier ab? Ich kann es mir nicht leisten, so viele Gewinne auszuzahlen. Pretty Boy wird mir die Kniescheiben brechen.
Wahrsagerin. Die Bezahlung deiner exorbitanten Schulden ist umgehend fällig, sonst droht dir die Auslöschung. Auslöschung? Das ist viel schlimmer als gebrochene Kniescheiben. Hör zu, ich bin diese Woche knapp bei Kasse, aber ich werde bezahlen, das schwöre ich. Suche Sandy Hart, um Auslöschung durchzuführen. Oh nein, das geht eindeutig zu weit. Kammerjäger, rette Sandy vor dieser massigen Monstrosität. Ich warte hier. Vertragen? Natürlich, solange du mir endlich Mutters Halskette zurückgibst. Ich sollte sie bekommen. Schwachsinn! Du hast die Halskette und ich sollte sie bekommen! Okay, die Fehde geht also weiter! Komm schon, du Hurensohn! Wenn überhaupt, dann ja wohl bitte Hurentochter. Was dich auch zu einer machen würde, blöde Kuh! Ja, Halsmaul!